Es ist dies der Eisenstraßen-Laufcup, der hier zum ersten Mal zur Austragung kommt. Drei Bewerbe gibt es innerhalb dieses Laufcups und wir sind heute hier in Ipswich zu Gast. Am 24. Februar geht es dann weiter in Göstlingen und das Finale ist dann schließlich am 17. März in Lackenhof. Drei, zwei, eins, ab geht's! Und die applaudieren, meine Damen und Herren! Der erste Eisenstraßencup ist heuer in Ipswich gestartet worden. Wie sind Sie zufrieden überhaupt? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben nicht mit so vielen Starter gerechnet. Wir haben gerechnet mit 50 bis 60 und jetzt sind es 80. Wir sind natürlich voll happy, dass das gleich so eingeschlagen hat, das erste Mal. Und wir haben auch eine entsprechende Wetterkulisse heute geschaffen. Wolkenloser Himmel, tiefe Temperaturen, besseres Wetter gibt es einfach gar nicht. Generell, was ist eigentlich der Eisenstraßencup und wer kann da teilnehmen? Teilnehmen kann immer jeder. Das ist ein Werbelauf, muss nirgendwo einmal gelaufen sein. Er kann einfach, jeder, der was Lust und Freude hat am Langlaufen, kann einmal teilnehmen. Und was ist es? Das ist ein Zusammenschluss zwischen Ipswich, Göstlingen mit Loipe Hochreit und Lackenhof, wo drei Veranstaltungen dann zusammengezählt werden und eine Wertung gibt, eine Gesamtwertung mit eigener Trophäe dann. Und die wird dann überreicht beim letzten Rennen in Lackenhof am 17. März, gibt es dann diese Überreichung der Trophäen. Und jetzt ist jeder eingeladen. Es gibt natürlich auch eine große Schlussverlosung unter allen Teilnehmern. Und wie gesagt, wir hoffen, dass noch viele mitmachen bei den anderen Rennen, dass am Schluss wirklich eine tolle Anzahl an Teilnehmern ist, die die Gesamtwertung mitgemacht haben. Was macht eigentlich diese Loipe hier in der Brolling aus? Ja, die Loipe ist unser Aushängeschild, muss ich sagen. Es ist so ein wunderbares Langlaufgebiet wie hier in der Brolling, findet man ganz selten. Bestätigen uns immer wieder mehr und mehr Läufer, die da hierher kommen, auch heute wieder bestätigt worden. Ein tolles Langlaufgebiet über angenehme, sanfte Wiesen. Es gibt keinen Wald irgendwo zum Durchlaufen. Also es ist wirklich ein tolles Skigelände. Keine großen Anstiege und Abfahrten. Also für Jung und Alt geschaffen. Besseres Langlaufgebiet, glaube ich, gibt es ganz selten. In Niederösterreich ganz selten, glaube ich. So, wir haben noch 3 Minuten bis zum Start und wir freuen uns dann alle gemeinsam auf einen tollen Auftakt des Eisenstraßen-Langlaufcups 2013, der heuer das erste Mal ins Leben gerufen wurde. Und ich denke, er nimmt hier wirklich einen guten Auftakt. Bestes Wetter, tolle Bedingungen und ich bin überzeugt, dass es hier dann in Kürze ein tolles Rennen geben wird. 5, 4, 3, 2, 1, ab geht's! Kommt ihr auf den Gang, denn das wird jetzt spannend! Und wir freuen uns alle über das riesige Starterfeld, das hier das erste Mal in der Trolling diesen Eisenstraßen-Langlauf-Cup in Angriff nimmt. Und wir schauen natürlich, dass wir Sie, liebes Publikum, da von der Strecke informieren. Die Läufer und Läuferinnen wurden natürlich auf der Strecke von jubelnden Fans begleitet. Die glänzenden Trophäen wurden im Anschluss an das Rennen dann im neuen Stallstüberl vom Weiherbauern überreicht, wo die Sportler natürlich auch kulinarisch verwöhnt wurden. Sieger in der allgemeinen Klasse wurden, nein, aus dieser Gruppe ist kein Sieger zu erkennen. Auch diese beiden Herren zählen nicht zu den Tagessiegern. Und auch diese drei Herrschaften haben heute nichts gewonnen? Ja, das ist sie nun, die Kupfer-Romana aus Göstling, die Tagessiegerin bei den Damen. Und das ist der Tagessieger bei den Herren allgemeine Klasse, Lucian Beer aus Lilienfeld.